Hi, hier ist die Viri mit Viris Vision Quest. Heute und hier mit dem Thema Mond in den Sternzeichen und zwar konkret der Mond im Krebs. Krebs ist ein Wasserzeichen und dafür habe ich diesen Aragonit dabei, so für das grüne Meer. Ja, bei dem Krebs haben wir ja eine Sondersituation, was den Mond hier betrifft. Das ist das astronomische Bild. Ja, man hat den Lauf der Sterne beobachtet und dann eben diese Zuschreibungen gemacht. Ja, und zum Krebs gehört eben sowieso schon eben der Mond. Wir haben also hier den Vollmond, habe ich hier gewählt. Hier doppelte Energie. Und an den Zeichen sieht man dann auch immer schon, finde ich schön, die Idee des Zeichens. Hier tue ich mich immer schwer. Das ist der Krebs und das ist, ups, natürlich der Mond. Ja, hier sind wir im seelischen, emotionalen ganz drin. Wir haben ja hier eben auch diese, ja, spezielle Situation. Hier haben wir den Krebs mit seinem Mond, das vierte Haus, ja, gespeist eben auch vom 12. Haus von Neptun, Fische. Das ist das, was eben dann als Empfindung hochkommt. Andererseits die Gefühle, die durch Begegnungen hier ausgelöst werden, ja. Und da gilt es natürlich hier auch ganz besonders zu schauen, welche Verbindung hat der Mond, welchen Aszendent hast du. Wie ist dein Sonnenzeichen, ja, dass du hier hoffentlich nicht im Meer versinkst, ja? Weil der Mond im Krebs ist eben sehr leicht zu beeindrucken und anfällig für die Gefühle anderer, ja, und zieht sich dann, wenn da zu viel von außen kommt, gerne zurück. Fühlt sich dann vielleicht auch sogar schon leicht eben verletzt. Und dieses seelische, emotionale Gleichgewicht beim Mond im Krebs ist eben ganz stark von dem eigenen Umfeld abhängig. Ja, da will man natürlich in der Familie, in den Beziehungen hier alles, ja, emotional in Ordnung halten, damit diese intensiven Empfindungen gelebt werden können. Ja, das Mond im Krebs sorgt auch immer sehr für andere, ja, und bietet auch dem anderen eben emotionale Sicherheit. Ja, hat ein hohes Einfühlungsvermögen und auch ganz viel Verständnis eben für andere, neigt allerdings dann auch zur Anhänglichkeit, ist häuslich sehr romantisch, ja, also den Romantiker finden wir natürlich im Krebs überhaupt, im Mond im Krebs eben nochmal eben verstärkt. Mond im Krebs, da ist auch immer viel Fantasie im Spiel, vielleicht auch ausdrucksstarke Träume und so ein ursprüngliches, ja, psychologisches, also seelisches Wissen, ja. Die Schattenseite ist eben, dass wenn der Mond im Krebs hier keine Geborgenheit findet, dass er dann zu extremen Stimmungsschwankungen neigt, überempfindlich wird und auch plötzlich dann Besitzansprüche gegenüber einem anderen hegt. Und das alles, um die eigene innere Verletzlichkeit zu verbergen. Und mit Mond im Krebs werden dann auch gern die eigenen Wünsche zum Wohl der anderen eben zurückgestellt und das bringt dem Mond im Krebs aber keine Erfüllung. Mond im Krebs kann auch heißen, dass man einfach eben nicht erwachsen werden will oder nicht zu seiner seelischen Eigenart steht und dann da recht kraftlos daherkommt. Und wenn es um Verbindung, um Beziehung, um Liebe, um Partnerschaften geht, dann ist natürlich Mond im Krebs das starke Bedürfnis nach Zuwendung und Liebe, ja. Und wenn das auf diesem Gebiet nicht
erfüllt werden kann, kommt es zu, ja, vielleicht extremen Ehrgeiz oder dass man eben im Außen versucht, hier sich stark bemüht um öffentliche Anerkennung, ja, um da eine Form von Liebe zurückzubekommen. Mond im Krebs steht immer für eben ein ganz starkes Seelenleben, da bewegt sich immer viel im Untergrund, eine hohe Hilfsbereitschaft, ja, und eben auch ein Fantasiereichtum. Und Mond im Krebs möchte natürlich auch immer dieses Jahr gefühlsmäßig angenehme und anregende Emotionen, keine aufregenden Erlebnisse, Ereignisse unbedingt, ja. Das ist natürlich auch Mond im Krebs, dieses Prinzip harte Schale, weicher Kern. Also da wird auch, werden die Schwächen nicht einfach so gezeigt. Man gibt sich nach außen durchaus stark, um eben hier nicht in Abhängigkeiten zu kommen. Hängt vielleicht auch Traumbilder nach, wird dann auch zögerlich, kann sich nicht entscheiden. Ja. Und im Schatten eben auch, dass man sich eben nicht emotional einlassen kann. Frauen mit Mond im Krebs, denen fällt es manchmal schwer, aus sich herauszugehen und wirklich zu zeigen, was in ihrem Inneren vorgeht. Und so zeigen sie sich eher so, dass sie sich umwerben lassen und beeindruckt werden wollen und haben vielleicht einfach hier Furcht, falsche Entscheidung eben zu treffen. Und neigt also von daher eher nicht zu Abenteuern, weil man nie weiß, welche Folgen das haben könnte. Das nimmt natürlich vielleicht auch die Chance auf den, ja, großen Wurf, auf das große Glück. Und die Gefahr oder die Schattenseite mit Mond im Krebs bei Frauen ist natürlich diese überweiblichen Mütter, diese Übermütter auch auf der einen Seite überbemutternd oder die Krebsfrau, die sich dann sogar das Gegenteil macht, die eben harte Schale, weicher Kern, sich in Männerkleidung hüllt, mit einem Kurzhaarschnitt, um so die eigene Empfindsamkeit hier zu verbergen und zu schützen. Also sehr vielschichtig hier im Krebs und eben seelische Schichten, um die es hier geht. Männer mit Mond im Krebs, ja, haben meistens ein sehr ausgeprägtes Empfinden, eine hohe Empfindungsfähigkeit, die aber überhaupt nicht weibisch oder weiblich wirken muss, aber für Frauen eine sehr hohe Anziehungskraft hat, weil Männer mit Mond im Krebs eben diese Sensibilität, dieses Empfinden für das Gegenüber haben. Wobei der Mann mit Mond im Krebs auch eben nicht unbedingt so leicht aus sich herausgeht und hier nicht so leicht seine Gefühle zeigt, sich eher eben auch als der harte Mann, vielleicht als der Macho sogar gibt, ja. Aus Angst, dass ihn vielleicht eine Frau hier überrumpeln könnte. Ja, hier sucht man natürlich das, was einem ergänzt, was das Häusliche bietet und diese, ja, emotionale Sicherheit. Das gilt dann für alle mit Mond im Krebs. Ja, das zu diesem Mond und ich freue mich auf darauf, euch auch bei anderen Mond-Sternzeichen hier begrüßen zu können. Ja, in diesem Sinne, ich denke an euch. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao, ciao.